Müssen wir uns merken. So. Alter, wie lange... Ach, du Scheiße. Brauche ich 4 Schläge. Ich bin weder ein Mann, noch trinke ich Alkohol oder habe Durchfall. Diese Unterstellung hier. Ich habe ja nur gesagt, du wirst so interpretiert heute. Okay. Sei vorsichtig sonst. Werde ich weggeschudet. Oh, guck mal, da hinten ist ein Stein. Den haben wir noch nicht weggesprengt. Oh. Da wird die Überzeit einfach auf den Zettel geschrieben. Und dann wird's, dann gibt's rote Karte. Dann ist vorbei. Jetzt wird es gefährlich. Also ich darf mir... Okay. Mir ist jetzt eine Elfe. Eine Elfe mit einer lieblichen Stimme. Sie kann wunderschön singen. Und, sie lebt in ihrem großartigen Schloss. Sie hat tausende Untertanen. Meint ihr, hier kann auch einfach so eine Skulptur irgendwo rumhängen? Ich könnte mir in dem Heck irgendwie alles vorstellen. Oh ja, das finde ich besser. Oh ja, das finde ich besser. Euer Untertan, so erhebet euch. Ich möchte euch kreuzigen. Wenn ihr auf dem Boden kniet, kann ich das Messer nicht so gut hineinstecken. Ich hasse diesen Fußballwahn, die ganzen lauten, besoffenen Fans. Ja, der hier, der hat auch schon genug. Ja, ich bin auch nicht so der Fußballfan. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, was meint er? Wo könnten noch die ganzen Skulltees sein? Wir haben halt auf der Ebene hier haben wir auch Skulltees, die uns noch fehlen. Aber die werden ja auch nicht einfach so irgendwo rumhängen, oder? Das wäre echt gemein auf der Ebene. Ich denke halt eher, dass die irgendwo in einem Loch drin sind. Ich bin schon gespannt auf das neue Zelda-Spiel, welche Geschichte man da erleben kann. Story könnte interessant werden, denke ich auch. Aber hier waren wir ja schon drinne. Als Erwachsener zumindest. Hier haben wir schon die Skulltees alle rausgeholt. Also hier ist auch nichts. Ja, wo haben wir denn noch Löcher? Am Heigersee? Kann auch was sein. Da haben wir auch noch Bäume. Gehen wir da nochmal vorbei. Ich weiß halt nicht, ob als Erwachsener und als junger Link auf den Ebenen so viele Unterschiede sind. Ich glaube eigentlich nicht. Oder? Ja, das mit den Samenstellen stimmt auch bei mit den Käfern. Ich mache nochmal Nacht. Das ist halt nervig, ne, dass sich immer das selbstständig wieder zu Tag und Nacht verändert. Wäre irgendwie cool, wenn das halt so dauerhaft bleiben würde. Alter, kleine Ufos. Bleibt mir ja gestohlen. So, hier ist aber auch nichts. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Vielleicht auch nicht. I'm not sure. Ha. Da ist nur Geld runtergefallen. Ja, das brauche ich auch nicht. Okay. Sind wir hier auch schon fertig? Ja, das Shadow, das geht halt nur wegen, weil Link halt der Herr der Zeit ist. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Aber der nimmt halt die Sachen, die er macht, mit. Boah, wo sollen denn hier die Skulltees noch sein?
Shit, ey. Oh. Düdelü. Ja, habt ihr noch Ideen? Also wir haben jetzt auch nicht mehr... Ich dachte gerade, da hängt einer. Nee. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Löcher. Es kann halt sein, dass die einfach random irgendwo erschienen sind, ne? Die Löcher. Wie auch eben auf der Lon-Lon-Farm war ja auch einfach ein Loch, was vorher eigentlich nicht da war. Oder beziehungsweise wurde das einfach versetzt. Ist halt einfach krass, was man mittlerweile alles machen kann, ne? Oh, ich weiß nicht, will ich jetzt echt gegen jeden Baum hier rollen? Das wäre halt schon echt krank. Ja, am See gucke ich dann auch noch. Aber ich möchte halt erstmal ein Gebiet abschließen. Die Bäume hast du schon. Die Bäume hast du schon. I'm sorry. Ja, ich habe vorne die Bäume. Die Bäume habe ich noch nicht angerempelt. Das sind andere Bäume. Oder meinst du, da habe ich auch schon mal dran gerollt? Nicht da auch schon mal gegen alle Bäume dran gerollt? Also hier ist ein Loch. Haben wir noch irgendwo ein Loch? Ich fände es halt wirklich super unfair. Aber haben wir nicht hier auch schon mal random einfach gegen den Baum gerollt und kam da nicht in das Guldi runter? War das nicht so? Oder ist meine Erinnerung gerade falsch? Boah, ist halt echt schwierig jetzt, ne? Also mir war so, oder? Bin ich falsch? Oder war das eher mit dem Geist? Bin mir absolut nicht sicher. I have no plane. Na 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 na. Wir checken einfach alles nochmal ab. Ich wüsste halt auch nicht, wo jetzt noch Skullies sein sollen. Echt, ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Ich glaube Geist. Ja, aber wo sollen hier auf der Ebene noch Skullies sein? Mal ehrlich jetzt. Drehen? Drehen? Du-du-du. Ja, den... Ja. Die sind in den fliegenden Kakteen. Ah, das wär's natürlich. Tja. Wo haben wir denn noch... Oh. Der Stein... Der sieht vielversprechend aus. Leute. Der sieht wirklich vielversprechend aus. Ja, da müssen wir halt als Erwachsener ran. Aber ich würde sagen, da gehen wir als Erwachsener nochmal gucken, heben den Stein da weg und gehen nochmal auf die Lon-Lon-Farm. Machen wir die zwei Punkte erstmal. Ich glaube, das ist ein Plan. Hinten haben wir noch ein Loch. Hier oben drauf, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, da ist nichts weiter. Ja, aber das ist alles, was wir noch haben. Also ganz ehrlich, das ist das eine Loch da und das ist, mehr haben wir da nicht. Oh. Ja, gut. Da haben wir gleich zwei. So. Da bin ich zufrieden mit. Hm.
meint er, das reicht, damit wir jetzt die Ebene abschließen können? Oder vielleicht müssen wir halt auch noch den Stein hochheben. Das kann halt auch sein. Von durch Erwachsenenmaß, guck doch am See. Vielleicht hast du da noch was übersehen. Da ist ja noch ein Skull hier irgendwo. Alter, was? Mach ich gleich. So, ihr wolltet, dass ich drehe, ne? Machen wir mal. Machen wir mal. Finde ich gut. Das nenne ich mal keine Strafe, würde ich sagen. So. Ja, haben wir ja ausgerüstet. Das Standardgewand. Ja, ihr wolltet das so, ne? Hä, wo ist er? Hä? Hä? Das ist auch ein Herzteil. What the heck? Was ist denn hier los? Hä? Aber, hä? Die Skull, die war doch gerade woanders. Mega verwirrt. So. Coole Hölle. Ach, coole Höhle. So. Hallo? Hm. Ich darf nicht. Hä? Bin ich doof? Da war doch eben noch eine andere Skuldi, oder? Oder habe ich die gerade schlecht getroffen einfach? Ich muss gleich nochmal rein und nochmal raus hier. Alter, aber jetzt das Herzteil, das müssen wir auch noch irgendwie rankommen. Das muss doch irgendwie gehen. Jetzt haben wir's. Perfekt. Schön, ein Piece of Heart. Okay, warte, ich gehe nochmal ganz kurz rein und raus. Ich will nochmal ganz kurz, ich bin mir gerade unschlüssig, ob da noch eine Skulltie war. Nee. So, hallo Lady of Carrie. Halli, hallo. Okay, ist absolute Stille. Haben wir die Ebene abgeschlossen? Jo. Jo, geil. Wir haben wieder ein weiteres Äbchen abgeschlossen. Ein Herzteil fehlt noch? Nee. Es fehlen noch 7 Herzteile, Leute. 7 Herzteile fehlen noch, damit wir komplett sind. Also da ist noch ordentlich was los. Heißt, wir müssen hier nochmal ordentlich Ausschau halten, ne? Und alles mitnehmen, was geht. Aber die Ebene haben wir schon mal abgeschlossen. Okay, dann Lon-Lon Farm. Ich schreibe mir mal kurz auf, was wir gemacht haben als Kind. Und was wir als Erwachsener machen. Also Erwachsener. Hallo Pascal. Hallihallo, was geht? Lon-Lon. Ne, da müssen wir nochmal hin. So. Haben wir einmal das. Nein, ich meine oben ein Herz. Und dann hast du die 2, 3... Ne, 2 Herzen fehlen noch. Es fehlen noch 2 Herzen, dann habe ich eine Reihe voll. Also die zweite. So, jetzt gehen wir erstmal... Warte mal. Ist das richtig? Ja, ne? Das Haiersee. Du müsstest noch zum See gehen. Da eine Wundererbse einpflanzen und dann bei dem Dach des verrückten Professors nachgucken. Vielleicht ist da noch was. Alles klar. Aber waren wir da noch nicht? Ba, 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 ba. So, warte. Hier mache ich jetzt auch erstmal kurz Nacht. Nein! Noch nicht Käfer! Toll gemacht. So. Naja, es geht. No, das ist aber schade. So. Es war Nacht, ne? Habe ich jetzt wieder Tag gemacht? Ich habe jetzt wieder Tag gemacht. Natürlich habe ich wieder Tag gemacht. Oh Gott. Frame-Einbrüche des Todes, Junge. Chat-Verbindung ist auch abgebrochen. Was ist da los? Gerade voll abgekackt hier. Hallo Leon, hallihallo. Junge, Junge. War das bei euch gerade auch alles abgebrochen hier? Meine Leiste macht Probleme, vor 4 Wochen einen Autounfall gehabt. Dann hoffe ich auf gute Genesung auf jeden Fall.
Ich finde es witzig, du fängst einen Käfer ein und drei kommen aus der Flasche raus. Ja, das nennt man Multiplikation. Nee, oder Fortpflanzung. War kurz Stillstand. Ja, das war irgendwie merkwürdig gerade. Okay. Was muss man hier noch machen als Kind? Was können wir noch machen? Wir haben ja hier auch ein Loch, oder? Warum hockst du hier einfach? Das finde ich merkwürdig. Ich habe Hunger und trinke ein Bier. Wow. Zum Wohl. Da ist es cool, die, guck mal. Da haben wir doch schon eine. Die müssen wir halt nur noch treffen. Warte mal, mit der Zwille und dann halt... So. Kriege ich die anvisiert? Jo, geil. Perfekt. So, 163. Da hätten wir schon mal eine. Ihr habt gesagt, ich muss hier noch was einpflanzen. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Hab ich hier schon die Skulti geholt mit den Käfern? Nee, habe ich auch nicht. Tatsächlich. Ich habe hier zwei Skultis einfach schon liegen lassen. Wie ist denn der Stand bei dir gerade im Ingame? Also ich bin eigentlich durch mit dem Game. Wir müssen nur noch Ganon klatschen. Und ich sammle gerade die letzten Skuldis ein. Also in dem Hex sind es halt 200. Statt 100. Und es fehlen jetzt noch 36. Deswegen, wir klappern gerade hier die ganzen Gebiete ab. Und ja, dann wird man wahrscheinlich im nächsten Stream Finale machen. Höchstwahrscheinlich. So, Herbst ist gepflanzt, Leute. Und wir machen erstmal wieder Nacht. Ba, 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 ba. Okay, wie sieht denn der Status jetzt aus? Haben wir denn, wie viele Skullies haben wir? Das ist Soras Domain, warte mal, hier unten ist der Haiersee. Den haben wir noch nicht abgeschlossen, also da kann halt als Erwachsener noch was sein. Beziehungsweise vielleicht auch hier drinne. Was als Kind? Genau, hier waren ja die explodierenden Dinger. Bam, 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 bam. Ich habe gerade Banjo-Kazooie-Vibes. Ich erinnere mich noch, dass da hier oben überall Zeug versteckt war. Falls ihr euch auch noch erinnert. Was sagst du eigentlich zu dem neuen Zelda, was bald rauskommt? Das fragt mich heute gerade jeder. Deswegen, ich gebe einfach nochmal die Kurzfassung. Ich bin halt der Meinung, wir geben dem Zelda eine Chance. Ich bin halt komplett dafür, dass Zelda auch mal ihr Spiel bekommt und selber mal auf ein Abenteuer gehen kann. Mit der, mit der Spielmechanik von Zelda weiß ich nicht, ob ich damit warm werden werde. Denn ist ja schon absolut was anderes. Aber, also ich wäre trotzdem der Meinung, man hätte ihr einfach ein Schwert geben sollen oder ein Dolch oder eine Lanze oder was weiß ich. Und dann halt ein bisschen Magie zusätzlich und nicht nur reine Magie, beziehungsweise reines Stapeln und reines... Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Dragon Quest Bilder, falls ihr das kennt. Das hat mir ganz große Vibes davon gegeben. So, ich gehe jetzt nochmal hier rein, aber ich glaube, hier ist auch nichts mehr weiter. Genau, gibt es beim Angeln eine Skulti? Ich guck gerade mal. Ob wir hier noch irgendwas haben. Ansonsten... Sieht aber nicht so aus. Spielst du das privat oder machst du daraus ein Let's Play? Muss ich sehen, wie gerade der Stand ist mit Projekten. Wenn das gerade passt und in dem Moment das Spiel rauskommt, werde ich es wahrscheinlich spielen. Aber es ist halt... Sag mal, für mich dann eher sowieso doof, weil ihr wollt das ja auch alle spielen. In dem Sinne ist es eigentlich immer besser, so ein Projekt später zu machen. Meiner Meinung. Ich fand, das war ein super Timing. Letzten Stream meintest du noch, dass Zelda auch ihr eigenes Abenteuer gebrauchen könnte. Ich meinte, dass sie doch das CDI-Spiel hat. Du meinst, das zählt nicht und schwupp, bekommen wir eins. Naja, das war Glück. Das war reines Glück. So, Haiersee haben wir jetzt auch abgecheckt. Als Kind zumindest.
Ich denke, hier ist jetzt erstmal nichts mehr weiter zu holen. Da können wir halt als Erwachsener mal vorbeigucken. Ja, Haiersee. Schreibe ich mal mit auf. So. Und wir haben halt noch Kakariko. Wir haben... Boah, wir haben noch so viel, ne? Kakariko ist halt auch noch komplett Soras Domain halt auch. Da müssen wir halt auch als Erwachsener hin. Ich glaube, hier müssen wir nochmal als Kind hin. Da haben wir uns noch nicht so richtig umgeschaut als Kind. Aber ansonsten... Todesgrade halt auch, beziehungsweise Dodongo. Wir machen das mal Stück für Stück. Ich mache mich jetzt mal groß erstmal. Ich will erstmal im Kopf so ein Gebiet abschließen und dann stückchenweise. Sonst ist das zu viel für mich. So, die Abenteuer von Dai ist nur der Anime. Dai? Ja, auf Mario Party freue ich mich auch wieder.